Das hier ist das Canon RF 10 bis 20 mm. Damit kannst du nicht nur Natur, Architektur, Close-ups und Events fotografieren, sondern auch fancy Portraits machen. Wir waren einen ganzen Mittag damit in Frankfurt unterwegs und alles, was wir über dieses Objektiv rausgefunden haben, erfährst du jetzt in diesem Video. Falls du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, kannst du das Objektiv, die Speicherkarte oder all das Zubehör über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Wir haben das 10 bis 20 mm getestet an der Canon EOS R3 und R6 Mark II. Neben einem flotten Autofokus, einem sehr kompakten Design, 540 Gramm Gewicht erwarten dich einen Staub- und Spritzwasserschutz sowie einen programmierbaren RF-Ring, auf dem ich mein Fokusfeld gelegt habe, einen Fokus sowie einen Zoom-Ring. Bei diesem Frontelement benötigst du allerdings einen Steckfilter. Meine Empfehlung findest du in der Videobeschreibung. Du kannst bei 10 mm und einer 4er Blende auf jeden Fall ultra stark ausgeprägte dunkle Ränder sehen, die der Adobe Lightroom binnen 2 Sekunden korrigiert. Chromatische Aberrationen sind vorhanden, wir mussten allerdings genau hinschauen und Streulichter sehen so aus. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist dich selber aufnehmen mit diesem Objektiv und das schaut so aus. So, und natürlich ist dieses Objektiv mit eins der krassesten Objektive, die ich, glaube ich, jemals genutzt habe, um mich selbst zu filmen. Ja, mein Gesicht ist etwas in die Länge gestreckt worden, aber wenn du mal anschaust, was alles drauf passt mit dem Hintergrund auf einem Kleinbildsensor, das ist wirklich crazy. Also wenn du viel Hintergrund drauf haben möchtest, dann ist das hier wahrscheinlich eins der krassesten Objektive, die du für deine Canon Kleinbildkamera bekommen kannst, mit einer 4er Blende und Bildstabilisator. So sieht das Ganze übrigens aus bei 20 mm. Verzieht nicht mehr ganz so krass und ich habe trotzdem noch einigermaßen viel drauf, hier in 4K 50. Aber das schaut schon richtig krass aus, hat allerdings natürlich auch sein Gewicht und seinen Preis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zwar nicht von Canon, aber von anderen Herstellern deutlich günstigere Alternativen, wenn es um viel Hintergrund geht. Natürlich ist dieses Objektiv ein super Objektiv für Landschaft, deinen DJI Ronin, falls du Innenräume aufnehmen möchtest, da der Schwerpunkt relativ nah an den Achsen liegt und natürlich kreativen Content. Selbst auf die Entfernung konnten Gesichter mit der R6 Mark II und R3 problemlos erkannt und getrackt werden. Wir fanden das Objektiv auf jeden Fall super, um damit Aufnahmen von Frankfurt zu machen. Dort, wo wenig Platz ist, bekommst du mit diesem 10 bis 20 mm alles drauf. Klar verzieht ein Weitwinkel wie dieses, allerdings gibt es auch dafür die interne Korrektur oder Adobe Lightroom bzw. Photoshop. Der optische Bildstabilisator, das 10 bis 20 mm, kompensiert bis 5 Stufen. Mit der richtigen Kamera, in dem Fall der R3, kannst du sogar bis zu 6 Blendenstufen korrigieren. Im Alltag sah das in etwa so aus. Diese Aufnahmen sind aus der freien Hand entstanden, selbst eine Belichtungszeit von einer Fünftelsekunde war auch kein Problem. Wenn du viel auf Reisen bist und dabei am liebsten dich selber aufnehmen möchtest, hast du hier ein wirklich super weitwinkliges Objektiv. Aber nicht nur das, du bekommst auf deinen Reisen alles aufs Bild. Ob in der Stadt oder im Urlaub, den Sonnenuntergang am Strand aufnehmen, sind mit diesem 10 bis 20 mm kein Problem. Für die 4er Blende habe ich dir ein super kompaktes Stativ in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht sind die 10 bis 20 mm dir sogar etwas zu weit bzw. nicht weit genug. In 4K ohne Crop sieht der Zoom an meiner Canon EOS R3 so aus. Also weit kommst du nicht gerade, aber dafür bekommst du eben viel drauf. Wir sprechen hier von knapp 122 Grad Bilddiagonale am Kleinbildsensor. Dafür ist es zwar nicht gedacht, aber das Schöne an der Fotografie ist ja die Kreativität. Deshalb hatten wir uns überlegt, wie Fotos mit diesem 10 bis 20 mm von Canon wohl ausschauen, wenn wir damit eben uns selber fotografieren bzw. aufnehmen. Klar, eine super schöne Hintergrund und Schärfe bekommst du damit nicht, aber kreativ und anders bist du damit auf jeden Fall. Womit wir beim letzten Thema wären, der Hintergrundunschärfe. Verbaut sind 9 Blendenlamellen mit einer minimalen Blende von 22.
Bei Dunkelheit musst du deutlich mit der ISO nach oben gehen, um die 4er Blende zu kompensieren. Wir sprechen hier von ISO 6400 bis 12800 im Minimum. Und so schaut das Ganze dann mit einer 4er Blende aus. Schön soft, aber wirklich unkenntlich bekommst du den Hintergrund nicht. Selbst bei einer Naheinstellgrenze von 25 cm. Schreib uns gerne mal, für was ein 10 bis 20 mm bei dir zum Einsatz kommt bzw. kommen würde. Was uns damit zum Fazit bringt: 2700 Euro müssen auch erstmal verdient werden, denn das ist der aktuelle Preis im August 2024. Da würde ich mir schon ganz genau überlegen, ob und für was ich das Objektiv einsetzen würde. Da ich zwei Systeme habe und ein 20 bis 70 mm sowie ein 14 mm habe, macht das 10 bis 20 mm bei mir nicht gerade viel Sinn. Wenn du nur mit Canon fotografierst, dein Geld mit Landschaftsfotografie, Weitwinkelaufnahmen aller Art, Architektur oder Interior verdienst, ist so ein 10 bis 20 mm eine feine Sache. Vor allem, weil du damit zum Beispiel einen DJI Ronin nicht überlastest, aufgrund des geringen Gewichts. Der Autofokus ist extrem schnell, die Aufnahmen super scharf, das Tracking hat ohne Probleme funktioniert und in jede Fototasche passt es auch, falls du mal eine lange Reise vor dir haben solltest. Jetzt bin ich aber über deine Meinung gespannt. Falls du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, findest du das Objektiv, die Speicherkarte oder mein Zubehör, wie etwa die 360-Grad-Kamera, als Link in der Videobeschreibung. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute aus Frankfurt.